Das ist der Trick. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Zweiter Tag, erster Turniertag. Wir kommen gerade aus dem Wohnmobil. Jetzt geht's zu den Pferden. Da mein Turnierschrank noch nicht da ist, müssen wir den Sattel jetzt immer mitschleppen. Aber auch nicht schlimm. Also müssen wir jetzt hier ein ganzes Stück durch den Schnee. Und dann geht's gleich los. Kleines Warm-up-Training, Dressur. Dann nach Wettcheck. Und dann ist um 11.15 Uhr unsere erste Prüfung. Ey, wer guckt denn da hinten drüber? Lu, du hast vorbereitet. Marie hat ihn vorbereitet für den Wettcheck. Kopfnummern sind dran. Alles klar, dann können wir loslegen. So, nach bestandenen Wettcheck gibt es jetzt erstmal Futter. Hier haben wir unsere coolen Eimer vom Master Horse. Und Ludo bekommt ja das getreidefreie Futter. Schaut da gerne mal beim Master Horse vorbei. Dort haben wir auch einen Code mit 06 Inke. Spart ihr 10 Euro bei eurer Bestellung. Der Kollege da will auch schon was abhaben. Alles in der Beschreibung verlinkt. Und wir gehen jetzt frühstücken. Ja. Und es geht los mit der allerersten Parcoursbesichtigung. Jetzt steigt natürlich die Spannung. Hier Sprung 1 von der rechten Hand, das sieht uns immer ganz gut. Sprung 2, gebogene Linie, auch auf der rechten Hand. Dann eine Distanz an der langen Seite, 4 Galoppsprünge. Kommt eher seltener vor, vor allem so im A- und L-Springen. Aber 4 Galoppsprünge sind natürlich auch mal spannend, wirklich zu reiten. Danach geht es dann linksrum zur Kombination steil-steil. Meistens ist es ja auch eher steil-Oxa oder Oxa-steil. Und dann ging es wieder an die andere lange Seite. Der höchste Sprung war jetzt dieser grüne Oxa, meiner Meinung nach. Und dann 7 oder 8 Galoppsprünge, je nachdem, zu Sprung Nummer 7. Dort habe ich ganz gezielt den Plan verfolgt, 8 Galoppsprünge zu machen, da ein Steil hinten raus ist und Ludo eher ein bisschen dichter lieber zum Sprung möchte, als dass er groß abdrückt. Dann gab es noch eine Wendung zu Sprung 8 und dann gebogene Linie Distanz zu Sprung 9. Und 10 war der Sparkassensprung vom Hauptsponsor, der Partner Pferd. Bereit für den ersten Auftritt, Ludi? Zuerst waren wir auf dem großen Abreiteplatz und da war Ludo richtig gut bei mir, super gesprungen. Dann kamen wir auf diesen kleinen Abreiteplatz, wo man die Kulisse schon spürbar merken konnte. Die ganzen Buden hatten offen, viele Zuschauer und Besucher waren schon da. Und da war Ludo dann doch noch sehr aufgeregt. Das Ganze wurde auch nicht unbedingt viel besser dann in der Prüfung. Trotz alledem habe ich gesagt, okay, wir probieren es einfach mal. Das Gefühl war aber, bin ich ganz ehrlich, nicht ideal. Auch zum Beispiel dieses Rückwärtsrichten war eigentlich nicht geplant, sondern Ludo hat da so ein bisschen gescheut. Da habe ich schon gedacht, okay, ob das heute was wird, wir schauen mal. Trotz alledem wollen wir natürlich auch solche Erfahrungen sammeln, denn daraus können wir auf jeden Fall lernen. Und dann ging das Ganze schon los zu Sprung 1, wie auch gerade schon bei der Parcoursbesichtigung von der rechten Hand. Gelungener Sprung von dem Parcoursbauer, denn es geht Richtung Ausgang, da springen die Pferde ja immer ganz gerne. Dann kam ich hier nicht so gut durch mit meinen Hilfen, sodass wir zu Sprung 2 deutlich zu dicht kamen und da auch den Fehler hatten. Die Linie mit den 4 Galoppsprüngen, wie vorhin erwähnt, haben wir dann super getroffen und dann ging es weiter zur Kombination. Durch wenig Routine und lediglich 2 Turnieren in den letzten Monaten fehlt vor allem das Gleichmaß und der Rhythmus. Da müssen wir jetzt im Laufe des Jahres weiter dran arbeiten und das wieder verbessern. Da war er dann, wie man das im Fachjargon ganz gerne sagt, hinter der treibenden Hilfe. Und deswegen habe ich ihn einmal rausgenommen. Man konnte hier aber schon sehen, er wollte gerne Sprung 2 direkt von der anderen Seite anspringen. Also die Motivation ist mega hoch bei Ludo. Manchmal dann doch zu übermütig. Deswegen habe ich ihn einmal rausgenommen, wieder ein bisschen beruhigt. Und dann sind wir die Linie an der langen Seite
gegangen. Und jetzt hatte ich ja gezielt den Plan, die 8 Galoppsprünge zu reiten. Da kamen wir hinten dann auch ganz gut raus. Zur gebogenen Linie geht es dann zu Sprung Nummer 8. Auch da kamen wir ein bisschen zu dicht, aber ich wusste, danach kommt eine gebogene Linie zu dem doch sehr wuchtigen Oxer. Deswegen wollte ich da ein bisschen Kontrolle aufbauen. Den haben wir dann ganz gut getroffen und dann ging es auch schon zum letzten Sparkassen-Oxer. Alles im allen kann man sagen, dass noch viel Verbesserungspotenzial da ist. Wir einfach morgen gucken müssen, dass er in der zweiten Runde deutlich entspannter auf dem Abreiteplatz ist. Und dann fällt uns in der Prüfung auf jeden Fall alles nochmal deutlich leichter. Aber auch als Retter kann man natürlich da noch viel optimieren. Aber ihr wisst ja, ich gehe damit immer super transparent um, auch wenn es nicht so gelaufen ist wie geplant. Denn daraus kann man lernen und morgen geht's weiter. Boah, als wir auf den Abreiteplatz hier gekommen sind, da wurde Lulu so nervös, so viel geguckt. Deswegen gehen wir jetzt noch in 2-3 Runden Schritt, damit er morgen hier schon deutlich entspannter ist. Die Zähne wollte ich euch auch unbedingt zeigen, so die direkten Einblicke nach der Prüfung. Dort sind wir noch ein bisschen Schritt gegangen, damit er sich noch ein bisschen mehr an die Atmosphäre gewöhnt. Kurzes Fazit zur ersten Prüfung. Wir waren vorher auf dem Einabreiteplatz, da war Ludwig noch richtig entspannt. Dann sind wir auf dem Vorabreiteplatz gekommen. Dort ging es richtig los, da sind die ganzen Buben gestartet, schon ganz viele Zuschauer und Besucher der Messe waren da und auf einmal ist Ludo richtig lospiaffiert. Das hat er sonst noch nie gemacht. Da konnte man merken, dass er doch noch nicht so viel Erfahrung hat. Ich glaube auch, dass draußen internationales Turnier auch noch mal was anderes ist als in so einer Halle. Auf jeden Fall war er da doch schon sehr beeindruckt von und so ein bisschen nervös, aber es hat sich dann im Laufe des Abreitens ein ganz, ganz bisschen nur gelegt. Und dann habe ich schon gedacht, okay, sollen wir überhaupt reinreiten? Ja oder nein? Marie hat mich auch angeguckt, okay, was machen wir? Aber am Ende müssen wir das ja in irgendeiner Art und Weise üben. Deswegen bin ich reingeritten und habe gesagt, ich gucke einfach mal, wie es kommt. Ich bleibe ganz entspannt, ganz ruhig. Wenn er mir zu doll wird, wenn ich keine Kontrolle mehr habe, nehme ich ihn einmal raus. Und so war es am Ende auch. Sprung 1 haben die bei Klippenhorst leider nicht gefilmt, da haben die mich verpasst. Da ging es direkt bei Sprung 2 los. Da hatten wir dann einen Abwurf, kam deutlich zu dicht. Ich kam mit meinen Hilfen kaum bis gar nicht durch. Danach war er aber wieder ein bisschen aufmerksam. Der Fehler war wahrscheinlich gar nicht schlecht, so dass ich die Linie von 3 auf 4 ganz gut reiten konnte. Dann in die Kombination sind wir auch ganz ordentlich reingekommen. Der Abwurf hätte dann beim Aussprung gar nicht unbedingt sein müssen. Und dann kam die Linie bei dem hohen grünen Oxer. Da wusste ich schon so, dass das einer der höchsten Sprünge im Parcours ist. Und da ist er so ein bisschen abgetaucht. Und ich hatte ganz wenig Zügelverbindung mehr. Und generell war er nicht mehr vor mir, sondern so ein bisschen hinter mir, hinter der Bewegung. Das will man ja ungern haben, weil man dann ganz wenig Kontrolle noch als Reiter hat. Deswegen bin ich einmal abgewendet, habe ihn einmal angehalten, bisschen beruhigt, einmal geklopft. Dann sind wir weitergeritten und ab da fand ich es dann ganz ordentlich. Da haben wir das ganz gut noch zu Ende gebracht. Und ich habe gerade mit einer Bekannten von mir gesprochen, die startet auch hier, die ist gleich in der Medium-Tour dran. Und die sagte, ja, hier in Leipzig mit der Kulisse, ist meistens so am ersten Tag, dass die Pferde da sehr, sehr aufgeregt sind. Und dann legt sich das. Deswegen war auf jeden Fall mein Ziel heute, dass wir das Ende des Parcours sehen. Das haben wir geschafft und ich glaube noch ganz gut beendet. Leider kriegt man international ja pro Sekunde Zeitfehler, dass wir natürlich 31 Zeitfehler am Ende hatten, lediglich aber nur 2 Abwürfe. Deswegen glaube ich, wenn wir eine gute Kontrolle aufbauen und morgen oder auch übermorgen wieder reinreiten, da sind wir ja ganz früh morgens dran und ist mit Sicherheit auch noch nicht so viel los, dann haben wir auf jeden Fall auch die Chance, da mal eine fehlerfreie Runde hinzulegen. Bleib auf jeden Fall dran. Ludo frisst hier gerade sein Futter und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Abonniert gerne den Kanal. Ich nehme euch auf jeden Fall immer mit, auch wenn es mal nicht so gut läuft wie heute. Trotz alledem bin ich sehr zufrieden mit Ludo, denn er hat richtig gekämpft, auch wenn er so aufgeregt war. Und wir sehen uns bis dahin. Ciao!